zeigt euch dem feinen Herrn. So machst du das. Ali, Ali. Wunderschön, du bist ein Schatzbrett. Das werden eh keine guten Springer mehr. Ich züchte seit 20 Jahren für die Dressur. Das weiß jeder, der auf diesen Hof kommt. €1.500 für alle. Runter von meinem Hof. Sie darf mal keinen Fehler machen. Wer kauft Ihnen denn noch Pferde ab? Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Mögest du gesund bleiben. Deine Kinderlein und vor allem deine Tagesmutter. Ein Gutschein. Wellness vor Wöhntag, das ist schön. Ich würde das ja sonst nie machen. Ich weiß, deshalb ja. Du kommst aber schon zu meiner Geburtstagsparty, oder? Ich habe dir extra ein lecker Kärtchen eingeladen. Sabine. Nein, ich kann leider nicht. Oh lala, wer wie wo wann was erzählt? Nix lala, Vater, Mutter, Kind. Ach so, dein Bruder. Naja, dann kein romantischer Geburtstagsabend. Eher Kasperletheater. Hallo? Deine Nichte ist 15. 14. Und Lara mag immer, was ich plane. Ich bin ihre Lieblingstante. Ah ja, wie viele hat sie denn? Einen wunderschönen guten Morgen, die Damen. Guten Morgen, Herr Eckert. Ha. Lindner will unbedingt, dass du heute noch einen Ortstermin machst. Pferde, Tiere, Sensationen. Irgendwo in der Pampa. Na, das passt doch gut zu deinem. Wie hinterlistig du bist. Da ist man jahrelang befreundet. Gib mir sofort ein Geburtstagsgeschenk. Geht's um dieses Gestüt? Das kann ich gern für Sie übernehmen, Frau Kollegin. Scheint mir ein klarer Fall. Mahnen, Penden, Zwangsversteigern. Ihre Methoden sind uns hinlänglich bekannt, Herr Eggert. Und die werden sich auch nicht ändern, wenn Sie Sachgebietsleiterin sind, meine liebe Frau Kampf. Aber dann werden Sie sicherlich so freundlich sein, Ihre Nase aus meinen Akten herauszuhalten, Herr Eggert. Pasta! Oh, Entschuldigung, ich suche Herrn von Balkhausen. Wollen Sie ein Pferd kaufen? Oh nein, Gott behüte, nein. Kamp, Katharina, ich bin im Auftrag des Finanzamtes hier. Sind Sie Herr von Balkhausen? Sie haben mir gerade noch gefehlt. Herr von Balkhausen, könnten wir vielleicht unter vier Augen? Um was geht's? Vielleicht könnten wir uns ja in Ihrem Büro... Ich habe wenig Zeit. Sagen Sie, was Sie wollen. Sie haben erhebliche Rückstände mit Ihrer Steuerzahlung. Blödsinn. Jost, wo ist denn das Holz für die Fohlenweide? Ich gekommen, Chef.
dammig. Könnten wir jetzt bitte über Ihr Steuerproblem sprechen? Hören Sie, gnädige Frau, ich habe kein Steuerproblem. Komm, na komm. Sind wir aber ganz anderer Meinung. Laut unseren Unterlagen belaufen sich Ihre Steuerschulden auf nunmehr 145.831,51 €. Was? Vielleicht könnte ich mich ja hier ein bisschen umsehen, um mir ein Bild zu machen über vorhandene Sicherheiten. Ganz ruhig, meine Frau. Ich hole dann gleich noch die Jährlinge. Ja, ist gut. Durch Weglaufen ändert sich gar nichts. Sie haben ja gerade noch gefehlt. Ja, dann viel Spaß mit Herrn Eggert, Herr von Balkhausen. Ich noch ein Brett vom Kopf und ganz verbalken. Kamp! Hier ist die Universitätsklinik. Frau Katharina Kamp? LKW ist in den Stau hineingerast. Ihr Bruder hatte keine Chance. Er und seine Frau waren sofort tot. Ihre Nichte hat nur überlebt, weil sie aus dem Auto geschleudert wurde. Auf Wiedersehen und alles Gute. Vielen Dank. Eigentlich muss sie einen Schutzengel gehabt haben. Schrammen, Prellungen, nur oberflächliche Wunden. Allerdings hat die CT ergeben, dass sich einige Wirbelkörper in ihrem Rücken verschoben haben. Wir haben ihr ein Schlafmittel gegeben. Weiß sie schon, dass ihre Eltern tot sind? Rina. Wo ist Mama? Schlaf noch ein bisschen. Ist draußen noch ganz dunkel. Wir kommen dich besuchen, Tante Rina. Ihr kommt mich doch besuchen. Über 145.000 €. Warum weiß ich nichts davon? Karl, die vom Finanzamt machen doch immer erst mal einen Aufstand. Du bist mein Steuerberater. Wie konnte das passieren? Jetzt mach dir bitte keine Sorgen. Ich habe das alles im Griff. Bei meinen Verbindungen, das ist ein Klacks. Ich schaff doch die Hypothekenzahlung schon kaum noch. Ich regel das. Mach dir bitte keine Gedanken. Ne? Keine Gedanken, Frank. Der Hof ist mein Leben. Ja, das weiß ich doch. Ja, hoffentlich. Papa! Schaust du mir jetzt mit der Reitstunde zu? Ja, ich komme. Ich verlasse mich auf dich. Ka! Danke. Danke, dass du mir die Sachen aus der Wohnung geholt hast. Was hat denn diese MR-Dings da ergeben? Keine Ahnung. Abwarten. Ich habe ihr gesagt, dass sie im Himmel sind. Waren sie gleich tot? Hm? Nee, nicht wirklich. Oh. Ich muss gleich wieder rein. Sie liegt die ganze Zeit nur da und starrt vor sich hin. Ja, wahrscheinlich hat sie das Ganze noch gar nicht begriffen. Gibt's denn da zu begreifen? Sind tot, alle beide? Ach.
Danke für die Sachen. Ich nehme erstmal Urlaub und dann nehme ich sie zu mir. Sag nichts. Wir haben nur noch uns beide. Robert und ich, wir sind für dich da, Katharina. Das weißt du ja. Wissen Sie, was Sie da sagen, Dr. Reiss? Das heißt, die Rückenmarkschädigung ist nicht endgültig. Sie wird wieder laufen können. Langsam. Ich habe nur gesagt, soweit wir das im Augenblick beurteilen können. Ein wirklich klares Bild werden wir erst haben, wenn die Ödeme, die auf das Rückenmark drücken, zurückgegangen sind. Wir müssen Ihre Nichte zunächst mal in eine Reha-Klinik überweisen, um mit den notwendigen physiotherapeutischen Maßnahmen zu beginnen. Ich nehme Sie erstmal mit zu mir nach Hause. Ich habe alles besorgt, die spezielle Matratze und alles, was man mir hier gesagt hat, was Sie brauchen. Aber die physiotherapeutische Behandlung... Sie braucht jetzt erstmal eine vertraute Umgebung und das ist die einzige, die ich ihr geben kann. Ich bringe sie Ihnen jeden Tag von mir aus für alle Therapien der Welt. Danke. Wo fahren wir hin? Nach Hause. Keine Angst. Zu mir. Gleich geschafft. Kann ich mir ja das Laufband morgen früh sparen? Ich habe alles eingekauft. Ich koche uns was. Du hast das Zimmer. Domblick. Es gibt Milchreis. Mag ich nicht. Seit wann das denn? Das letzte Mal? Genau. Na? Wenn noch was fehlt, können wir es ja zusammen kaufen. Ich stehe nicht auf so rosa Girlie-Mist. Ich habe uns einen Kräutertee gemacht. Bist du lieber einen Kakao? La, wir sollten versuchen, miteinander zu reden. Oder zumindest miteinander klarzukommen. Schau mal. Das habe ich gefunden. Das habe ich als Kind verschlungen. Soll ich dir was vorlesen? Das ist für Babys. Außerdem bin ich ja nicht blind. Ich gehe da mal gleich schief machen. Versuch zu schlafen. Bleib. Lara. Sie verweigert sich. Therapie schlägt überhaupt nicht an. Wir versuchen beide ins Leben zurückzufinden. Ich rate noch mal dringend zu Reha-Maßnahmen, Frau Kamp. Viel Glück. Danke. Es ist schwierig, macht überhaupt keinen Spaß. Aber diese Therapien sind wichtig. Hat ja doch keinen Sinn. Nur wenn du nicht mitmachst. Interessiert doch keinen. Bin ich keiner? Ich dachte, wir machen heute mal was Schönes. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Zoo allein. Landpartie?
von mir aus. Schau mal da. Ach, wie schön. Guck mal, kleine Zicklein sind da auch. Wollen wir mal hingehen, was anfassen? Hallo? Ah, frische Eier, direkt aus dem Hühnerpopo. Oh, Äpfel. Grün und sauer macht lustig. Ab in den Wagen mit dem Zoss, der macht nur Ärger. Immer wieder nur Ärger. Sandrina, das Pferd blutet. Sie, hören Sie auf damit. Was? Sie können doch nicht so mit dem Tier umgehen. Ach nein, wer sagt das? Meine Tante. Und deine Tante kennt sich aus, ja? Auf jeden Fall weiß ich, dass man mit Gewalt bei Tieren nicht weiterkommt. Bleiben Sie mir mit diesem Gelaber vom Hals. Der Gaul ist lahm. Der kriegt keinen Fuß mehr vor den anderen. Dann läuft er noch in den Stacheldraht. Ich bin's leid, einen Krüppel durchzufüttern. Selbst hier will ihn niemand mehr kaufen. Der geht jetzt ab zum Metzger und fertig. Ich kaufe ihn! Du machst ja ein Gesicht, als ob die Ernte verhagelt wäre. Das Müller. Sollen die auch kein Futter mehr liefern? Nur noch gegen Bares. Hier ist das Kaminbesteck drin. Im Antiquitätenladen sind die ganz wild da drauf. Aber bitte, lass dich nicht wieder übers Ohr hauen. Just, bitte. Wäre gut, wenn wir was zusammenkriegen. Muss ja auch noch Holz her. Und kein Wort zu Karl. Der hat schon genug Sorgen. Der fällt mir sonst noch vom Fleisch. Elsbeth, weißt du, ich habe auch Hunger. Nix da. 7 Uhr gibt's Essen. Punkt aus Ende. Aber ich glaube, ich back noch einen schönen Kuchen. Ich muss mich irgendwie beruhigen. Herr Tröger, haben Sie einen Dummen gefunden? Ich dachte, Sie wollen kein Pferd kaufen. Will ich ja auch nicht. Ist mir wirklich unangenehm, aber würden Sie es mir abnehmen, bevor es mich überrollt? Geben Sie her. Ich habe einen Anhänger dabei. Und meine Gute. Wie Sie uns da haben stehen lassen. Sie haben den Weg doch gefunden. Ist es sehr schwer verletzt? Das wird man sehen. Sollte man nicht besser ein Tier
Tierarzt dazu holen? Machen Sie Ihren Job, ich mache meinen. Vielleicht finden Sie ja noch ein paar Außenstände, die ich übersehen habe. Selbstverständlich, als Privatperson hier. Ist das gut oder schlecht für mich? Gut, denke ich. Ich zahle, nicht Sie. Wo ist Ihre Tochter? Lara ist meine Nichte. Eltern und sie hatten vor kurzem einen Autounfall. Sie hat es als Einzige überlebt. So ist das. Das war toll. Das mit dem Pferd. Du hattest Angst, oder? Ja. Hast du auch Angst vor Rehen? Was? Nein, warum? Pferde sind wie Rehe. Fluchttiere. Wenn man im Leben immer genau wüsste, was es mit uns vorhat, dann würde man... Nun sind wir stolze Pferdebesitzerinnen. Na, was sollen wir damit? Ah, Mist. Keine Angst. Der von Balkhausen wird schon jemanden finden, der es nimmt. Spatz, wie soll denn das gehen? Aber es hat doch keinen mehr. Ich muss arbeiten. Von nichts kommt nichts und du kannst noch nicht laufen. Ich bin sicher, der Balkhausen wird alles dafür tun, dass es in gute Hände kommt. Mama hat mich immer zum Reiten gefahren. Immer, verstehst du? Ich bin ganz oft auf Turnieren gegangen. Sie haben es versprochen, wenn du gewinnst, haben sie gesagt, dann bekommst du ein eigenes Pferd. Sternschnuppe sollte es heißen. Ach, Papa. Ich bin doch deine kleine Sternschnuppe. Ich vermisse sie so schrecklich. Ich auch. Mich hat er immer Schnups genannt. Schnups, das Mondschaf. Und er war Schnurz von Schnurzegal. Die Geschichte mit dem Mondschaf fand ich nicht so lustig. Wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich uns beide noch sitzen. Warum? Warum mussten sie sterben? Das ist total ungerecht. Ja, ja, das ist es. Ungerecht und es tut weh. Es tut weh, wenn man hinfällt und es braucht Zeit zu heilen. Es ist, wie wenn das Herz hinfällt. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es darf wehtun. Wirklich. Melanie, Hacken runter. Sieht gleich viel besser aus. Lass die Pferde zur Ruhe kommen, wir machen Schluss.
Sie mal, mit Rollstühlen kenne ich mich aus. Der Stute geht's nicht so gut, sie braucht dich. Kommst du alleine klar oder soll ich dir helfen? Britta? Helfen wäre gut. Dann komm. Ja, danke für das Auto. Nein, ich hätte gar nicht gewusst, was ich machen soll. Ja. Oh, danke. Ja, ich schreibe dir alles auf. Liebe Grüße an Robert. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch machen soll. Danke. Danke. Ich soll dich schön von Britta grüßen. Ich bring dich morgen früh zu ihr, bevor ich zur Arbeit fahre. Das ist ja wirklich total nett. Was ist denn für ein Klumpfuß? Sie hat keinen Klumpfuß. Sie hat ein Hufgeschwür. Der Huf ist eingepackt in Leinsamen und Sauerkraut. Sauerkraut? Ja, das ist das Beste, was es gibt. Lara, der Verband muss feucht gehalten werden. Meinst du, du kriegst das hin? Ich versuch's. Die Wunde, ist die arg schlimm? Nein, nein, die ist nur oberflächlich. Da genügt ein Antibiotikum-Puder. Hau es ruhig ein paar Mal am Tag drauf. Aber bitte, La, sei vorsichtig. Ich weiß, es sind nur Rehe, aber... Allerdings hat sie auch einen Einschuss. Nicht besonders groß, habe ich eben erst bemerkt. Das ist ja schrecklich. Wer schießt denn auf das arme Tier? Ach, Tante Rina, ein Einschuss ist eine eitrige Entzündung des Unterhautbindegewebes. Es kann durch winzig kleine Verletzungen entstehen. Genau so ist es. Wir werden jetzt gleich einen kühlenden Verband anlegen. Hilfst du mir? Eitriges Unterdings. Klingt ja gut an. Haben Sie Lust auf einen Kaffee? Na Sie, Sie können es doch vertragen. Er ist sehr lecker, aber ich kann wirklich nicht mehr. Wo Sie doch beim Finanzamt sind, können Sie da nicht was tun? Ich meine, die Oberen da, die Bosse, ja, die kungeln doch alle miteinander rum. Nur die Ehrlichen, den will man immer ans Leder. Steuern müssen nun mal gezahlt werden und Herr von Balkhausen wird ja auch einiges verdient haben. Ja, das hat er, früher mal. Über 100 Pferde hatten wir hier. Aus aller Welt kamen sie und haben gekauft. Ach, herrje. Holen Sie mir bitte mal das Sieb da aus dem Schrank rechts unten. Oh. Der tut nichts mehr. Was ist denn passiert? Naja, da kam eins zum anderen. Erst ist die Frau auf und davon, worüber ich nicht traurig war. Die hat eine riesen Abfindung gekriegt. Und sowas schüttelt so ein Betrieb wie dieser hier natürlich nicht aus dem Ärmel. Und den Jungen, ihren Sohn, den hat sie einfach hier gelassen. Die junge Dame braucht eine Stärkung. Lecker Streuselkuchen. Oh, bitte. Elspeth, mach ihr mal Bettzeug fertig. Sie schläft heute Nacht im Stall. Auf gar keinen Fall. Papalapap, solange dem Kind nichts wehtut, ist das schon in Ordnung. Und wenn die Pferde über sie laufen? Wir sind hier keine Hühnerfarm. Ich muss erst mal mit dem Arzt reden und dann brauchst du dann noch deine spezielle Matratze. Ich mach dir ein wunderbares, weiches Bett aus Heu. Das ist besser als jede Matratze. Da würdest du auf einer Schönheitsfarm sehr viel Geld für bezahlen. Also ich muss morgen arbeiten. So weit zu fahren ist es doch gar nicht. Ach bitte, Tante Rina. Ich muss mich doch um mein Pferd kümmern. Bitte. Gibt's da Spinnen? Thank you.
ist das? Schönheitsfarm. Ja. Sie da sind. Gehen Sie zum Kopf der Stute und versuchen Sie ihn unten zu halten. Sie hat Schmerzen, sie wird aufstehen wollen. Was hat sie denn? Das Fohlen steckt fest. Oh je. Reden Sie mit ihr. Was redet man denn da? Hallo, ich heiße Katharina. Ich arbeite beim Finanzamt und naja, das scheint dich weniger zu interessieren. Ich kann dir leider nicht helfen bei dem, was du jetzt durchmachst. Das habe ich selber noch nie erlebt, weißt du? Aber ich habe eine Freundin, die heißt Sabine und die arbeitet bei mir auch in dem Büro mit. Und Britta, das ist die andere Freundin. Sie können aufhören, es ist da. Das ist aber toll, das hast du toll gemacht, ganz toll. Ja. Du hast jetzt einen. Was ist es denn? Ein kleines Mädchen. Du hast ein Mädchen. Das macht sehr viel mehr Spaß, mit Mädchen Kleidern zu kaufen. Jetzt wirst du bestimmt gucken, wie dein Mädchen aussieht. Oh. Oh mein Gott. Was ist jetzt für das? Chef, der Tierarzt ist noch beim Bauer Köhl. Ach so, das hat sich ja schon alles erledigt. Na gut. Gut. So, jetzt werden wir die erstmal ein bisschen sauber. Komm, noch ein bisschen. Der Sprung ins Leben. Gut geschlafen? Danke. Grauenvoll.
wieder mal nach Lara sehen. Ferien und jeden Tag nach der Schule. Ich möchte später auch mal was mit Pferden machen. Reitest du auch? Entschuldigung. Ich reite, seit ich 5 bin. Das mit dem Rollstuhl ist noch nicht lange her. Meine Eltern sind tot. Ach du Scheiße. Mein Vater ist auch tot. Er hat einen Herzinfarkt vor einem Jahr. Wir hatten einen Unfall. Sollte man nicht besser einen richtigen Tierarzt holen? Tim und ich, wir machen das schon. Und Herr von Beikhausen hat total die Ahnung. Rührei mit Schinken für unsere Geburtshelferin. Ja. Ja, deine Tante hat heute in aller Herrgottsfrühe einem Fohlen auf die Welt geholfen. Wow. Und das kann schon stehen. Ich habe euch übrigens ein Gästezimmer fertig gemacht. Ja, ein bisschen Landluft tut euch Stadtmenschen doch ganz gut. Wir können hier bleiben. Cool. Das geht nicht. Ich muss arbeiten, du musst zur Therapie und dann der Rollstuhl. Ja, Moment, dann helfe ich Lara. Ist kein Problem, Frau Kamm. Du hast doch zu Hause bei mir alles, was du brauchst. Sie ist doch verletzt. Sie braucht mich. Karpnick, was soll das? Tut mir leid, Herr von Balkhausen. Keine einzige Rechnung ist bezahlt worden. Ich muss auch leben. Reden Sie keinen Quatsch. Ich habe das Geld überwiesen. Ist aber nichts bei mir angekommen. Meine Lieferanten wollen ihr Geld sehen. Mensch, Bartnick, ich brauche das Futter. Sobald sie bezahlt haben. Aber vorher, wie gesagt, das tut mir leid. Los. Ja, und danke. Der Holzhändler liefert nicht mehr, das Futter wird knapp. Wie soll ich denn bezahlen? Sie können doch nicht einfach mein Konto sperren. Das Finanzamt hat das Konto gepfändet. Das Finanzamt? Sie hätten sich bei Zeiten verkleinern müssen. Herr Pfahls, ich hatte die Hoffnung, dass diese Talfahrt irgendwann ein Ende haben muss. Noch eine Hypothek, ich bitte Sie. Es gibt einen Interessenten für den Sonnenhof. Ich verkaufe nicht. Ja, immer noch besser als eine Zwangsversteigerung. Die Steuerschuld hat das fast zum Überlaufen gebracht. Außerdem hat der Käufer signalisiert, dass Sie als Pächter auf dem Hof bleiben könnten. Ja, wahrscheinlich sucht er ein Abschreibungsobjekt. Nein, nein, ich denke nicht dran. Mal haben Sie ein Rad ab? Kein Auto, ich habe kein Rad ab. Mein Absatz ist ab. Hier. Sie. Was war das denn? Der war gut. Ach, guten Morgen. Auch schon da. Schön, schön, schön. Seien Sie froh, dass Ihr Kollege Eggert Sie entlastet. Ist jede Menge zu tun. Ist ja alles auch sehr schwierig geworden. Wie meinen Sie das, Dr. Linden? Da Sie ja nun auch privat auf dem Gestüt, wie soll ich sagen, stark involviert sind. Ich bin durchaus in der Lage, Privates und Berufliches auseinanderzuhalten. Ich meine Ihre Beförderung, meine Gute. Wo Sie sich doch jetzt auch noch um ein behindertes Kind kümmern müssen. Entspannen Sie sich. Wir meinen es doch nur gut. Soweit ich weiß, wurde bereits ein Pfändungsbescheid erwirkt.
Bist ja eine Fleißige. Ist auch ganz brav. Ist halt besser, als ich dachte. Sie muss jetzt jeden Tag geführt werden. Das ist wichtig. Wie soll ich das denn machen? Versuch's einfach. Lara, sie braucht einen Namen. Was soll denn das? Ferien auf dem Bauernhof. Ich dachte, dieser Landlord da ist ein arroganter Widerling, oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Lara findet ihn nett. Es sind ja nur ein paar Tage. Ich weiß es nicht. Und Ihre Therapie? Es geht ihr gut da. Danke. Pass mal auf, Süße. Du hast mir erzählt, dass dieser Kerl das Allerhinterletzte ist. Lindner will meine Beförderung streichen. Was? Warum? Er sagt, ich sei nicht belastbar. Das lässt dir aber nicht gefallen. Ach. Wo ist denn Lara? Sie war hundemüde. Sie hat viel mit dem Pferd gemacht. Bring sie besser mal zu Bett. Hat Elsbeth erledigt. Wie geht's denn in Polen? Sie haben mein Konto sperren lassen. Ich? Also, das war ich nicht. Wer dann? Keine Ahnung, Eggert, was weiß ich? Ich habe heute erfahren, dass es einen Pfändungsbeschluss gibt für Ihre Pferde. Ach du Scheiße. Bei Ihren hohen Steuerschulden müssen Sie auch hohe Einnahmen gehabt haben. Wo steckt denn das ganze Geld? Das geht Sie nichts an. Ich will Ihnen doch nur helfen. Helfen Sie mir? Warum? Weil Sie bei Lara praktisch ein Wunder bewirkt haben. Das war das Pferd. Was ist nur mit Ihnen los? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram.
abgebrannt und brennt noch irgendwo. Tun Sie das nicht. Oje, 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 oje. Tun Sie das bitte nicht, wenn Karl das hört. Abgebrannt und brennt noch. Er hat doch alles verloren. Erst diese Frau und dann noch den Jungen. Oh, verstehe. Tod, mein Bruder. Nein, 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 um Gottes Willen, nein. Julian, Karls Sohn, lieber Junge, obwohl sie sich dauernd gestritten haben, Karl und er. Aber er war nun mal kein Pferdemensch, eher Maschinen, Computer, Sie sehen's ja selbst. Und? Wo ist er denn jetzt? In der Stadt. Es scheint ihm gut zu gehen. Ja. Er vergisst nie meinen Geburtstag. Schreibt mir immer eine Ansichtskarte, egal wo er ist. Karl nie. Es ist nicht meine Schuld, dass ich keine Hufe habe. Was? Hat er gesagt und ist gegangen. Und Karl? Karl hat dieses Zimmer seitdem nicht verändert. Manchmal sitzt er stundenlang hier drin. Ich glaube, er denkt noch immer darüber nach, was er ihm hätte sagen können. Achtung! Das geht ja schon ganz gut. Ich kann heute ein bisschen früher fertig sein. Dann können wir zusammen was essen gehen. Nö, Elsbeth kocht doch so lecker. Wenn irgendwas ist, ich bin über Handy zu erreichen. Ja klar, wir müssen jetzt Jost beim Füttern helfen und dann gehen wir noch mit der Stute spazieren. Das ist ja volles Programm. Tim, hallo! Tut mir leid, ich komme gleich nach. Der Alte bezahlt mich halt dafür. Blöde Zicke. Was ist das? Das ist der Steuerberater von Hampton Balkhausen. Und seine Tochter. Doofe Melanie. So, tschüss, ne? Sabinchen, ich bin's. Ich brauch gleich alle Akten vom Sonnenhof auf meinem Schreibtisch. Das ist mir völlig egal, was Eggert sagt. Und dann check doch mal einen Julian von Balkhausen. Schau mal, ob wir den steuerlich führen. Bis gleich. Wenn du willst, dann helfe ich dir nachher. Okay. Hey, wir sind noch nicht fertig. Irgendwann muss sich jedes Huhn entscheiden, ob es eine Ziege oder eine Kuh wird. Machst du bei der jetzt noch Betreuer oder was? Nee. Bin gleich wieder da. Komm, langsam. Steuerberater hat andauernd Fristverlängerungen beantragt. Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Das ergibt keinen Sinn. Er hat viel zu hohe Beträge auflaufen lassen. In einer Woche sollen die Pferde vom Hof geholt werden? Also das geht nicht, das geht absolut nicht. Was hat die Severin 2? Ja. Hallo, Frau Severin, Kamp hier. Ja, ich rufe an wegen der Pfändung vom Sonnenhof. Ja, ich bin wieder damit beauftragt. Selbstverständlich weiß Herr Eggert Bescheid. Würden Sie bitte den Termin nach hinten verschieben?
Ja, danke schön. Also, wenn der Ecke das erfährt. Wie steht's mit Julian von Markhausen? Ich habe seine Steuernummer. Ja, ich höre. So, Sternschnuppe heißt sie also. Was die Super, ne? Tim, hol mir mal Sattelzeug. Ich bin gleich wieder da. Wunderbar, dass Sie mich auf das Gelände aufmerksam gemacht haben. Für meine Mandanten tue ich, was ich kann. Und Sie glauben wirklich, das mit der Pacht, das schluckt dieser Balkhausen? Dr. Melting, Sie wissen doch, in der Not, da frisst der Teufel Fliegen. Und Balkhausen ist in großer Not, dafür habe ich gesorgt, das können Sie mir glauben. Na, Ihre Not hat ja nun bald ein Ende. Mhm. Meine Sekretärin wird Ihnen die Vermittlungsgebühr zukommen lassen, sobald er unterschrieben hat. Er war sogar schon mal bei Olympia. Wirklich? Ja, doch. Geh weiter, komm. Schnell, komm. Ja, okay. Okay, schön. Na gut. Sie ist gut geritten. Sie will uns zeigen, was sie kann. Sie will laufen. Jetzt du. Ich kann nicht laufen. Nicht laufen? Reiten? Aber Herr von Balkhausen. Ich heiße Karl. Komm her. Und jetzt hoch mit dir. So schön. Danke. Gut? Na komm. Na komm schön. Lara, eine wichtige Frage. Spürst du die Wärme des Pferdes in deinen Beinen? Ja. Gut. Dann nimm die Zügel auf und anreiten. Na komm. Ah, so schön. Das geht doch, siehst du. Gut, sehr gut. Wo sind die denn alle? Reiten tun sie auf dem Platz. Kehren will ja keiner. Wie? Reiten? Was denn? Ja, so. Gut macht ihr das. Entspann dich, aber halt dich gut fest. Halt! Brrr. Deine Tante. Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Wie können Sie das erlauben? Oder haben Sie das Ganze etwa auch noch angezettelt? Ich schwöre Ihnen,
Wenn Lara, wenn sie irgendwie verletzt wurde, ich weiß nicht, was ich mit ihnen mache, aber ich mache diesen ganzen Laden hier dicht. Ich lasse alle Pferde versteigern. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Tante Rina, es war ganz toll. Sternschnuppe ist super vorsichtig. Sternschnuppe? Haben Sie keinen Funken Verantwortung im Leib? Sie muss doch erst mal ihre Therapien zu Ende machen und dann sehen wir, was die Ärzte sagen. Die beste Therapie ist Reiten, jedenfalls für Lara. Was Sie nicht sagen, Sie mit Ihren Hausmitteln. Wir packen und fahren zurück. Aber ich muss mich doch um Sternschnuppe kümmern. Es wird ja wohl noch andere Ställe geben. Ich bleibe hier. Tust du nicht. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Du bist nicht meine Mutter. Wir müssen erst mal Dr. Reist fragen. Ich weiß nicht, ob das alles so gut für dich ist. Das ist mir ganz egal, was du weißt. Bei den blöden Therapien habe ich nie was gespürt. Aber eben war das irgendwie anders. Und wenn du runterfällst? Dann brech ich mir halt mein Genick. Ach, bitte, Lara. Lass mich endlich in Ruhe. Hast du verstanden? Beim Abendrot gibt's Abendbrot. Ja, ja. Es tut mir leid. Schon okay. Es tut mir wirklich leid. Bitte hilf mir. Ich weiß auch nicht immer alles. Als ich dich da auf dem Pferd hab sitzen sehen, da hatte ich so Angst um dich. Bitte sei nicht mehr böse auf Karl. Bitte. Hast du gut gemacht. Würden Sie ein Glas Wein mit mir trinken, Katharina? Ich möchte mich entschuldigen wegen des Reitens. Sie haben recht, ich hätte vorher fragen müssen. Nein. Ich hätte Nein gesagt, wenn Sie mich vorher gefragt hätten. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schlecht. Lara scheint es gut zu tun. Ich habe den Auftrag, Ihnen nicht mehr böse zu sein. Das ist schön. Darf ich Sie mal was fragen, ohne dass Sie gleich wieder an die Decke gehen? Warum verkaufen Sie eigentlich keine Pferde mehr? Warum läuft das hier so schlecht? Ich war in eine Doping-Geschichte verwickelt. Doping? Das glaube ich nicht. Das ist doch Blödsinn. Vor 10 Jahren hat sich jemand einen sehr üblen Scherz mit mir erlaubt. Ich habe nicht gedopt. Aber ich kam da nicht mehr raus. Kein Pferd ging mehr vom Hof. Dann hatte ich noch den Unfall, war monatelang im Rollstuhl
Eine Zeit lang ging es noch mit Ersparnissen, dann mit Hypotheken. Ich gebe Reitunterricht, wie Sie wissen. Aber jetzt, diese Steuerschulden. Manchmal frage ich mich, wofür ich noch kämpfen soll, wofür ich das alles erhalten soll. Für Ihren Sohn? Elsbeth. Ja. Für meinen Sohn. Ja, so hatte ich mir das mal gedacht. Die Bank hat mir ein Angebot gemacht. Als Pächter könnte ich bleiben. Als Pächter? Komisch, ich dachte, Sie wollten Land verkaufen. Wie? Ich sehe hier dauernd diese Landvermesser. Nein. Ja, hätte ich mal verkauft. Jetzt ist es zu spät. Es ist nie zu spät. Für gar nichts. Danke, und Ihnen? Gut. Der war gut, der Wein. Ich hätte übrigens nichts dagegen, wenn Sie noch länger da bleiben. Ich meine, ich würde mich freuen. Danke. Oh, ich muss los. Oh. Kommt. Ich weiß nicht, was zwischen Ihnen und Ihrem Vater vorgefallen ist, nur dass er Ihre Hilfe braucht. Was habe ich damit zu tun? Hat er jemand erschlagen, weil der seine Pferde beleidigt hat? Muss er selber durch. Ich besuche ihn nicht im Gefängnis. Ich bin auch nicht von der Mordkommission, ich bin vom Finanzamt. Ich weiß nur, dass der Sonnenhof versteigert werden soll und dass es scheinbar nicht die Schuld Ihres Vaters ist. So, und da fällt mir auf einmal sein Sohn, der Versager, wieder ein, ja? Er weiß gar nicht, dass ich hier bin. Das interessiert mich nicht. Dann interessiert sie sich ja auch nicht, dass es ihr altes Zimmer auf dem Hof immer noch gibt. Richtig! Ja? Sabine hier. Du, hör mal. Ich bin die Steuerakte von Balkhausen noch mal durchgegangen. Mir ist da was aufgefallen. Also, wir haben seinem Steuerberater eine Neueinschätzung seiner Steuervorauszahlung angeboten und der hat abgelehnt. Was sagst du? Wann? Ja, vor 4 Jahren. Hat noch der olle Träuchling gemacht, war eine seiner letzten Amtshandlungen, bevor er dann... Schabinchen. Du bist ein Trüffelbienchen. Du hast einen Gut bei mir, dank dir. Dagegen habe, würde ich gerne mal in Ihre Unterlagen sehen. Ich habe da einiges herausgefunden. Das wird nicht viel Sinn haben. Ihr Steuerberater scheint da einige Ungereimtheiten veranlasst zu haben. Diese Ratte verlässt das sinkende Schiff. Er hat mir gerade alle Unterlagen zurückgeschickt. Nein, Katharina, es ist vorbei. Nein, das fängt gerade erst an. Auf meinem Schreibtisch. Ich bin mit Lara auf dem Reitplatz. Wir passen auf. Danach habe ich einen Termin bei der Bank. Komm, mein Gut. Der hat es darauf angelegt, dass du deinen Hof verlierst. Ja. Komm. Sabine. Recht auf Grundstücksteilung? Wie heißt der? Dr. Melting.
Wieso darf der das? Du, ich muss Schluss machen. Ich danke dir, danke vielmals, danke. Das gibt's doch nicht. Hallo, KAM Finanzamt. Ich hätte gerne Herrn Frank Zimmermann gesprochen. Nichts weiter. Ich habe nur in den Unterlagen von Herrn von Balkhausen etwas von einem Dr. Melting gefunden. Ach, der ist auch ein Mandant von Herrn Zimmermann. Ja, das dachte ich mir schon. Natürlich, das kann mal vorkommen. Ein Versehen, ja. Ja, selbstverständlich schicke ich es Ihnen sofort zurück. Herzlichen Dank, danke. Dieser Mistkerl! Vermittlungsgebühr! Wo ist Karl? Gerade weg. Ich weiß noch nicht, wo die verdammte Bank ist. Die Bank? Ja, da sind wir gestern vorbeigefahren. Das ist gut. Du kommst mit. Ich bin froh, dass Sie sich entschlossen haben. Unterschreiben Sie bitte hier unten. Herr von Balkhausen, ist Ihnen nicht gut? Der Notar regelt alles Weitere. Der Käufer befindet sich laut eigenen Aussagen die meiste Zeit im Ausland. Ja, wahrscheinlich werden Sie ihn gar nicht zu Gesicht bekommen. Herr von Balkhausen! 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 Ist er bei Ihnen? Nicht unterschreiben! Das hat Ihr Steuerberater geschickt eingefädelt. Als es Ihnen finanziell immer schlechter ging, hat er es einfach dem Finanzamt überlassen, Ihre Steuern zu schätzen. So was geht? Wir sind natürlich von früheren, sprich höheren Gewinnen ausgegangen. Als guter Steuerberater hätte er Ihre Gewinnermittlung und Ihre Steuererklärung erstellt. Ihre Steuerzahlung wäre gesenkt worden. Wir hätten eine Raten- oder Stundenzahlung vereinbart und Sie wären ruckzuck aus dem Schneider gewesen. So aber hat er alles auflaufen lassen. Mit Zinsen und Gebühren kommt da einiges zusammen. Das Finanzamt sperrt das Konto, die Bank droht mit Pfändung. Bingo. Melting muss nur noch kaufen. Ich werde jetzt erstmal Ihre Steuererklärung erstellen. Und dann senkt sich der Betrag, den Sie dem Finanzamt schulden, schon erheblich. Was bin ich bloß für ein Idiot? Der Banker war ganz schön sauer. Wenn er mit der Zwangsversteigerung ernst macht, dann... Könnt ihr mal mit ihm reden? Glaubst du, es wäre geschickter, wenn ich das mache? Jetzt sind wir zwei ganz schön in der Tinte, ne? Nur Mut. Ich bin hier bei Ihnen. Hat sich nicht viel verändert, nicht? Oh doch. Es hat sich verdammt viel geändert. Katharina, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Hm.
Nein, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Unromantisch. Verdammt unromantisch. Egal. Karl ist heute Morgen auch schon so früh weg. Uns geheimnisvoll getan. Was denn? Karl, ja. Wo wart ihr denn? Wir haben die Sachen für mein Turnier gekauft. Ja, und dir haben wir auch was mitgebracht. Von welchem Geld? Elsbeth! Was denn für ein Turnier? Na, mein Turnier am Wochenende. Auf der Rückfahrt haben wir uns angemeldet. Nein. Sternstuppe freut sich schon total. Nein, nein, nein! Lara, versprich mir eins. Wenn dir irgendwas wehtut oder wenn Sternschnuppe nervös wird, dann hörst du auf. Versprich's mir. Ja. Pack den Rollstuhl ruhig ins Auto. Den soll keiner sehen. Ich will kein Mitleid oder so. Und setz das Mützchen auf! Ja. Ganz gut. Oder also. Hallo, darf ich dein Pferd mal streicheln? Na klar, Pauline liebt Pferde. Ich würde auch so gern reiten, aber das geht ja nicht. Ja komm, brauchst keine Angst zu haben. Gib mal deine Hand, Pauline. Lara, du bist gleich dran. Hals- und Beinbruch. Hals- und Beinbruch? Wie kannst du dir Hals- und Beinbruch wünschen? Das sagen die Reiter. Also reicht denn der Unfall nicht? Hals- und Beinbruch, also wirklich. Man wünscht sich das natürlich, damit es nicht passiert. Viel Glück. Danke. Ah! Miriam! Du Scheißgaul! Was soll das denn? Was ist denn? Boah, ich hasse dich! Den dreh ich jetzt einfach den Hals um. Nein, Karl, tu das nicht. Warum nicht? Er war so dumm und hat einen Zettel in deinen Steuerunterlagen vergessen, auf dem das böse Wort Vermittlungsgebühr stand. Er hat Geld kassiert von diesem Melting. Irgendjemand hat die Steuerberaterkammer informiert. Irgendjemand? Irgendjemand. Und wenn die erst mal anfängt zu suchen, dann kann er bestenfalls noch ein Sonnenstudio aufmachen. Ich hab's von Anfang an gewusst. Vor dir muss man sich in Acht nehmen. Thank you.
Guck mal, wie toll die das macht, Noah. Schön, ne? Keine Ahnung. Das wollte sie doch nicht. Sie haben zugesehen. Mama und Papa haben zugesehen. Ich schwör's dir. Ich habe heute Nacht das erste Mal von ihnen geträumt. Das Pferd, aktive Hinterhand. Kompliment. Reiterin hochbegabt. Brauche dringend neue Pferde. Anständige Dreijährige da? Die hatte ich immer da, Herr Klemke. Aber Sie erinnern sich vielleicht, von mir wollte keiner mehr ein Pferd kaufen. Auch Sie nicht. Ach, Jahre her, schwamm drüber. Sowieso nicht dran geglaubt. Also, Freitag, 10 Uhr, Pferdebesichtigung. Michael Klemke, renommierter Dressurstall, internationales Publikum. Kurz angebunden, immer schon. Echter Pferde. Also wenn der Klemke wirklich kauft, dann ist der Bann vielleicht endlich gebrochen. Du, erst mal nicht so viele Pferde verkaufen. Geringe Einnahmen. Ich verstehe. Was ist denn hier los? Das glaub ich doch nicht. So, komm mal mit jetzt. Ja. So, komm jetzt mal mit. Ruhig. Was ist denn hier los? Dieser Mann, der ist dafür verantwortlich. Hallo Sie. Was machen Sie mit meinen Pferden? Eckert, Finanzamt, guten Tag. Da Sie auf unsere Mahnung nicht geantwortet haben, sind Ihre Pferde gepfändet und werden uns zwangsversteigert. Ich habe den Termin verschoben. Die Sachlage hat sich geändert. Wir sind gar nicht weisungsbefugt, das wissen Sie ganz genau. Sollte so etwas unter meiner Leitung noch einmal vorkommen, werden Sie die Konsequenzen tragen. Unter Ihrer Leitung? Lindner hat mich als Sachgebietsleiter vorgeschlagen. Die Entscheidung wird demnächst offiziell. Verstehe. Behindertes Kind. Ja. Das werden wir ja sehen. Wo bringen Sie die Pferde hin? Die Tiere werden unter meiner Aufsicht zwischengelagert. Zwischengelagert? Sind Sie denn verrückt geworden? Da ist eine Stute mit Ihrem Fohlen dabei. Schön, dass Sie direkt dran sind, Herr Lindner. Hören Sie, was hier gerade passiert, das gleicht einem Anschlag und das akzeptiere ich nicht. Die Pferde kommen zurück auf den Sonnenhof und wenn das meine letzte Amtshandlung ist. Wie, Sie wissen nicht, wovon ich spreche. Ich spreche von Ihrem subalternen Gehilfen, Herrn Eggert. Der führt sich hier auf wie...
Warum sollte ich vorsichtig sein? Nein, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Wenn das stimmt, was Herr Eggert gerade gesagt hat, dann ist das genau der richtige Zeitpunkt. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ich kündige. Ich möchte das nicht, Katharina. Ich möchte nicht, dass du wegen mir alles hinschmeißt. Ich habe sowieso schon seit längerem drüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen als Unternehmensberaterin. Bist du eine wunderbare Frau. Ach. Doch. Ich liebe dich. Ich dich? Glaube ich nicht. Julia. Hallo, Papa. Frau Kamp hat mir erzählt, dass du Probleme hast. Was? Wieso? Kann ich das bitte später erklären? Also ich würde dir gern helfen, wenn du magst. Ach, was seid ihr nur für Menschen? Also, kurz vor diesem Turnier, da habe ich den Pferden Hustensaft in das Futter gemischt. Ich war total naiv. Auf dieser Verpackung stand, dass das Zeug müde macht. Und ich dachte mir, vielleicht klappt das ja auch bei Pferden. Mein toller Vater, auf so einem müden Gaul, das habe ich mir so ganz witzig vorgestellt. Ja, und dann kam die so mit Doping. Ich hatte das einfach nicht gewollt. Ich weiß. Wie du weißt. Habe ich schon damals gewusst. Dich trifft keine Schuld, Julian. Ich war dir ein erbärmlicher Vater. Verzeih mir, wenn du kannst. Komm her, mein Junge. Komm her. Und der Julian, der hat heute Nacht oben in seinem Zimmer geschlafen. Katharina, Sie sind ein Engel. Guten Morgen, Elsbeth. Guten Morgen. Morgen. Ach, Julian, mein Junge. Komm, setz dich. Wir schlafen. Ja. Die Pferde kommen zurück. Was? Wo? Tatsächlich. Das ist nicht wahr. Wir haben heimlich geübt. Eigentlich sollte es ja eine Riesenüberraschung sein. So ist es. Ach. Komm, lass uns gehen. Die Pferde. Hier, geben Sie das diesem Kerl. Elsbeth, der Wildschweinkopf auch? Und das Kaminbesteck und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Elsbeth, wir schaffen das auch so. Der Himmel über uns sieht schon wieder viel klarer aus. Putzen Sie das Silber, wir werden es bald wieder brauchen. Elsbeth. Danke. Es gibt Probleme mit der Zwischenlagerung. Leider war der Bauer nicht auf so viele Tiere eingestellt. Die Pferde
müssten vorerst hier bleiben. Die Pferde müssen hier bleiben? Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt finden soll, Herr Eggert. Das Finanzamt übernimmt natürlich alle Kosten. Ach so. Na dann. Komm, Lara. Komm mit, Lara. Ja. Na, Herr Eggert. Treppchen diesmal. Oh, schön. Im Dienst, im Dienst. Wir sollten versuchen, miteinander zu reden. Oder zumindest miteinander klarzukommen. Schau mal. Das habe ich gefunden. Das habe ich als Kind verschlungen. Soll ich dir was vorlesen? Das ist für Babys. Außerdem bin ich ja nicht blind. Ich geh da mal gleich schief machen. Versuch zu schlafen. Bleib. Sie verweigert sich. Therapie schlägt überhaupt nicht an. Wir versuchen beide ins Leben zurückzufinden. Ich rate noch mal dringend zu Reha-Maßnahmen, Frau Kamp. Viel Glück. Danke. Es ist schwierig, macht überhaupt keinen Spaß. Aber diese Therapien sind wichtig. Hat ja doch keinen Sinn. Nur wenn du nicht mitmachst. Interessiert doch keinen. Bin ich keiner? Ich dachte, wir machen heute mal was Schönes. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Zoo allein. Landpartie? Von mir aus. Schau mal da. Ach, wie schön. Guck mal, kleine Zicklein sind da auch. Wollen wir mal hingehen, was anfassen? Hallo? Eier direkt aus dem Hühnerpopo. Oh, Äpfel. Grün und sauer macht lustig. Ab in den Wagen mit dem Zoss, der macht nur Ärger. Immer wieder nur Ärger. Tantrina, das Pferd blutet. Sie hören Sie auf damit. Was?
Sie können doch nicht so mit dem Tier umgehen. Ach nein. Wer sagt das? Meine Tante. Und deine Tante kennt sich aus, ja? Auf jeden Fall weiß ich, dass man mit Gewalt bei Tieren nicht weiterkommt. Bleiben Sie mir mit diesem Gelaber vom Hals. Der Gaul ist lahm. Der kriegt keinen Fuß mehr vor den anderen. Dann läuft er noch in den Stacheldraht. Ich bin's leid, einen Krüppel durchzufüttern. Selbst hier will ihn niemand mehr kaufen. Der geht jetzt ab zum Metzger und fertig. Ich kaufe ihn! Du machst ja ein Gesicht, als ob die Ernte verhagelt wäre. Das Müller. Sollen die auch kein Futter mehr liefern? Nur noch gegen Bares. Hier ist das Kaminbesteck drin. Im Antiquitätenladen sind die ganz wild da drauf. Aber bitte, lass dich nicht wieder übers Ohr hauen. Just, bitte. Wäre gut, wenn wir was zusammenkriegen. Muss ja auch noch Holz her. Und kein Wort zu Karl. Der hat schon genug Sorgen. Der fällt mir sonst noch vom Fleisch. Elsbeth, weißt du, ich habe auch Hunger. Nix da. 7 Uhr gibt's Essen. Punkt aus Ende. Aber ich glaube, ich back noch einen schönen Kuchen. Ich muss mich irgendwie beruhigen. Na, Tröger, haben Sie einen Dummen gefunden? Ich dachte, Sie wollen kein Pferd kaufen. Will ich ja auch nicht. Ist mir wirklich unangenehm, aber würden Sie es mir abnehmen, bevor es mich überrollt? Geben Sie her. Ich habe einen Anhänger dabei. Und meine Gute. Zeigt euch dem feinen Herrn. So machst du das. Ali, Ali. Wunderschön, du bist ein Schatzbrett. Das werden eh keine guten Springer mehr. Ich züchte seit 20 Jahren für die Dressur. Das weiß jeder, der auf diesen Hof kommt. Für alle. Runter von meinem Hof. Sie darf mal keinen Fehler machen. Wer kauft Ihnen denn noch Pferde ab?
Sabine. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Mögest du gesund bleiben. Deine Kinderlein und vor allem deine Tagesmutter. Ein Gutschein. Wellness vor Wöhntag, das ist schön. Ich würde das ja sonst nie machen. Ich weiß, deshalb ja. Du kommst aber schon zu meiner Geburtstagsparty, oder? Ich hab dir extra ein lecker Kärtchen eingeladen. Sabine. Ich kann leider nicht. Oh lala, wer wie wo wann was erzählt? Nix lala, Vater, Mutter, Kind. Ach so, dein Bruder. Naja, dann kein romantischer Geburtstagsabend. Eher Kasperletheater. Hallo? Deine Nichte ist 15. 14. Und Lara mag immer, was ich plane. Ich bin ihre Lieblingstante. Ah ja, wie viele hat sie denn? Einen wunderschönen guten Morgen, die Damen. Guten Morgen, Herr Eckert. K. Lindner will unbedingt, dass du heute noch einen Ortstermin machst. Pferde, Tiere, Sensationen. Irgendwo in der Pampa. Ja, das passt doch gut zu dann. Wie hinterlistig du bist. Da ist man jahrelang befreundet. Gib mir sofort dein Geburtstagsgeschenk. Geht's um dieses Gestüt? Das kann ich gern für Sie übernehmen, Frau Kollegin. Scheint mir ein klarer Fall. Mahnen, Penden, Zwangsversteigern. Ihre Methoden sind uns hinlänglich bekannt, Herr Eggert. Und die werden sich auch nicht ändern, wenn Sie Sachgebietsleiterin sind, meine liebe Frau Kampf. Aber dann werden Sie sicherlich so freundlich sein, Ihre Nase aus meinen Akten herauszuhalten, Herr Eggert. Pasta! Oh, Entschuldigung, ich suche Herrn von Balkhausen. Wollen Sie ein Pferd kaufen? Oh nein, Gott behüte, nein. Kamp, Katharina, ich bin im Auftrag des Finanzamtes hier. Sind Sie Herr von Balkhausen? Sie haben mir gerade noch gefehlt. Herr von Balkhausen, könnten wir vielleicht unter vier Augen? Um was geht's? Vielleicht könnten wir uns ja in Ihrem Büro. Ich habe wenig Zeit. Sagen Sie, was Sie wollen. Sie haben erhebliche Rückstände mit Ihrer Steuerzahlung. Blödsinn. Jost, wo ist denn das Holz für die Fohlenweide? Ich gekommen, Chef. Dammig. Könnten wir jetzt bitte über Ihr Steuerproblem sprechen? Hören Sie, gnädige Frau, ich habe kein Steuerproblem. Komm, na komm. Sind wir aber ganz anderer Meinung. Laut unseren Unterlagen belaufen sich Ihre Steuerschulden auf nunmehr 145.831,51 €. Was? Vielleicht könnte ich mich ja hier ein bisschen umsehen, um mir ein Bild zu machen über vorhandene Sicherheiten. Ganz ruhig, meine Frau. Ich hole dann gleich noch die Jährlinge. Ja, ist gut. Durch Weglaufen ändert sich gar nichts. Sie haben mir gerade noch gefehlt. Ja, dann viel Spaß mit Herrn Eggert, Herr von Balkhausen. Lara, der Verband muss feucht gehalten werden. Meinst du, du kriegst das hin? Ich versuch's. Die Wunde, ist die arg schlimm? Nein, nein, die ist nur oberflächlich. Da genügt ein Antibiotikum-Puder.
Aber es ruhig ein paar Mal am Tag drauf. Aber bitte, Lars, sei vorsichtig. Ich weiß, es sind nur Rehe, aber... Allerdings hat sie auch einen Einschuss. Nicht besonders groß. Habe ich eben erst bemerkt. Das ist ja schrecklich. Wer schießt denn auf das arme Tier? Ach, Tante Rina, ein Einschuss ist eine eitrige Entzündung des Unterhautbindegewebes. Es kann durch winzig kleine Verletzungen entstehen. Genau so ist es. Wir werden jetzt gleich einen kühlenden Verband anlegen. Hilfst du mir? Eitriges Unterdings. Fängt ja gut an. Haben Sie Lust auf einen Kaffee? Na Sie, Sie können es doch vertragen. Er ist sehr lecker, aber ich kann wirklich nicht mehr. Wo Sie doch beim Finanzamt sind, können Sie da nicht was tun? Ich meine, die Oberen da, die Bosse, ja, die kungeln doch alle miteinander rum. Nur die Ehrlichen, den will man immer ans Leder. Steuern müssen nun mal gezahlt werden und Herr von Balkhausen wird ja auch einiges verdient haben. Ja, das hat er. Früher mal. Über 100 Pferde hatten wir hier. Aus aller Welt kamen sie und haben gekauft. Ach, herrje. Holen Sie mir bitte mal das Sieb da aus dem Schrank rechts unten. Der tut nichts mehr. Was ist denn passiert? Naja, da kam eins zum anderen. Erst ist die Frau auf und davon, worüber ich nicht traurig war. Die hat eine riesen Abfindung gekriegt. Und sowas schüttelt so ein Betrieb wie dieser hier natürlich nicht aus dem Ärmel. Und den Jungen, ihren Sohn, den hat sie einfach hier gelassen. Die junge Dame braucht eine Stärkung. Lecker Streuselkuchen. Oh, bitte. Esbeth, mach ihr mal Bettzeug fertig. Sie schläft heute Nacht im Stall. Auf gar keinen Fall. Papalapap, solange dem Kind nichts wehtut, ist das schon in Ordnung. Und wenn die Pferde über sie laufen? Wir sind hier keine Hühnerfarm. Ich muss erst mal mit dem Arzt reden und dann brauchst du dann noch deine spezielle Matratze. Ich mach dir ein wunderbares, weiches Bett aus Heu. Das ist besser als jede Matratze. Da würdest du auf einer Schönheitsfarm sehr viel Geld für bezahlen. Also ich muss morgen arbeiten. So weit zu fahren ist es doch gar nicht. Ach bitte, Tante Rina. Ich muss mich doch um mein Pferd kümmern. Bitte. Gibt's da Spinnen? Schönheitsfarm. Oh. Thank you.
ziehe hier hinten und gleich wirst du dein kleines Fohlen haben. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig, meine Schöne. Ganz ruhig. Hallo. Gut, dass Sie da sind. Gehen Sie zum Kopf der Stute und versuchen Sie, ihn unten zu halten. Sie hat Schmerzen, sie wird aufstehen wollen. Was hat sie denn? Das Fohlen steckt fest. Oh je. Reden Sie mit ihr. Was redet man denn da? Hallo, ich heiße Katharina. Ich arbeite beim Finanzamt und naja, das scheint dich weniger zu interessieren. Ich kann dir leider nicht helfen bei dem, was du jetzt durchmachst. Das habe ich selber noch nie erlebt, weißt du? Aber ich habe eine Freundin, die heißt Sabine und die arbeitet bei mir auch in dem Büro mit. Und Britta, das ist die andere Freundin. Sie können aufhören, es ist da. Das ist aber toll, das hast du toll gemacht, ganz toll. Ja, du hast jetzt einen, was ist es denn? Ich hab ein Brett vom Kopf, ein ganzer Balken. Hier ist die Universitätsklinik. Frau Katharina Kamp? Der LKW ist in den Stau hineingerast. Ihr Bruder hatte keine Chance. Er und seine Frau waren sofort tot. Ihre Nichte hat nur überlebt, weil sie aus dem Auto geschleudert wurde. Auf Wiedersehen und alles Gute. Vielen Dank. Eigentlich muss sie einen Schutzengel gehabt haben. Schrammen, Prellungen, nur oberflächliche Wunden. Allerdings hat die CT ergeben, dass sich einige Wirbelkörper in ihrem Rücken verschoben haben. Wir haben ihr ein Schlafmittel gegeben. Weiß sie schon, dass ihre Eltern tot sind? Katharina. Los, Mama. Schlaf noch ein bisschen. Ist draußen noch ganz dunkel. Wir kommen dich besuchen, Tante. €145.000. Warum weiß ich nichts davon? Karl, die vom Finanzamt machen doch immer erstmal einen Aufstand. Du bist mein Steuerberater. Wie konnte das passieren? Jetzt mach dir bitte keine Sorgen. Ich habe das alles im Griff. Bei meinen Verbindungen, da ist es ein Klacks. Ich schaff doch die Hypothekenzahlung schon kaum noch. Ich regel das. Mach dir bitte keine Gedanken. Ne? Keine Gedanken, Frank. Der Hof ist mein Leben. Ja, das weiß ich doch. Ja, hoffentlich. Schaust du mir jetzt mit der Reitstunde zu? Ja, ich komme. Ich verlasse mich auf dich. K! Danke. Danke, dass du mir die Sachen aus der Wohnung geholt hast. Was hat denn diese MR-Dings da ergeben? Keine Ahnung. Abwarten. Ich habe ihr gesagt, dass sie im Himmel sind. Waren sie gleich tot? Hm? Nee, nicht wirklich. Oh. Ich muss gleich wieder rein.
Sie liegt die ganze Zeit nur da und starrt vor sich hin. Ja, wahrscheinlich hat sie das Ganze noch gar nicht begriffen. Gibt's denn da zu begreifen? Sind tot, alle beide. Oh. Danke für die Sachen. Ich nehme erstmal Urlaub und dann nehme ich sie zu mir. Sag nichts. Wir haben nur noch uns beide. Robert und ich, wir sind für dich da, Katharina. Das weißt du ja. Wissen Sie, was Sie da sagen, Dr. Reiss? Das heißt, die Rückenmarkschädigung ist nicht endgültig. Sie wird wieder laufen können. Langsam. Ich habe nur gesagt, soweit wir das im Augenblick beurteilen können. Ein wirklich klares Bild werden wir erst haben, wenn die Ödeme, die auf das Rückenmark drücken, zurückgegangen sind. Wir müssen Ihre Nichte zunächst mal in eine Reha-Klinik überweisen, um mit den notwendigen physiotherapeutischen Maßnahmen zu beginnen. Ich nehme Sie erstmal mit zu mir nach Hause. Ich habe alles besorgt, die spezielle Matratze und alles, was man mir hier gesagt hat, was Sie brauchen. Aber die physiotherapeutische Behandlung... Sie braucht jetzt erstmal eine vertraute Umgebung und das ist die einzige, die ich ihr geben kann. Ich bringe sie Ihnen jeden Tag von mir aus für alle Therapien der Welt. Danke. Wo fahren wir hin? Nach Hause. Keine Angst. Zu mir. Ich koche uns was. Du hast das Zimmer. Domblick. Es gibt Milchreis. Mag ich nicht. Seit wann das denn? Das letzte Mal? Genau. Na? Wenn noch was fehlt, können wir es ja zusammen kaufen. Ich stehe nicht auf so rosa Girlie-Mist. Ich hab uns einen Kräutertee gemacht. Hm. Willst du lieber einen Kakao? Hm. Ruhe im Stall. Hol mir mal was. Das war ausgesprochen unhöflich, wie Sie uns da haben stehen lassen. Sie haben den Weg doch gefunden. Ist es sehr schwer verletzt? Das wird man sehen. Sollte man nicht besser einen Tierarzt dazu holen? Machen Sie Ihren Job, ich mache meinen. Vielleicht finden Sie ja noch ein paar Außenstände, die ich übersehen habe. Und selbstverständlich als Privatperson hier. Ist das gut oder schlecht für mich? Gut, denke ich. Ich zahle, nicht Sie. Wo ist Ihre Tochter? Lara ist meine Nichte. Eltern und Sie hatten vor kurzem einen Autounfall. Sie hat es als Einzige überlebt. So ist das. Das war toll. Das mit dem Pferd. Du hattest Angst, oder? Ja. Hast du auch Angst vor Rehen? Was? Nein, warum? Pferde sind wie Rehe. Fluchttiere. Wenn man im Leben immer genau wüsste, was es mit uns vorhat, dann würde man... Tja.
Nun sind wir stolze Pferdebesitzerinnen. Na, was sollen wir damit? Mister. Keine Angst. Der von Balkhausen wird schon jemanden finden, der es nimmt. Lara, Spatz, wie soll denn das gehen? Aber es hat doch keinen mehr. Ich muss arbeiten. Von nichts kommt nichts und du kannst noch nicht laufen. Ich bin sicher, der Balkhausen wird alles dafür tun, dass es in gute Hände kommt. Mama hat mich immer zum Reiten gefahren. Immer, verstehst du? Ich bin ganz oft auf Turnieren gegangen. Sie haben es versprochen, wenn du gewinnst, haben sie gesagt, dann bekommst du ein eigenes Pferd. Sternschnuppe sollte es heißen. Ach, Papa. Ich bin doch deine kleine Sternschnuppe. Ich vermisse sie so schrecklich. Ich auch. Mich hat er immer Schnups genannt. Schnups, das Mondschaf. Und er war Schnurz von Schnurzegal. Die Geschichte mit dem Mondschaf fand ich nicht so lustig. Wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich uns beide noch sitzen. Warum? Warum mussten sie sterben? Es ist total ungerecht. Ja, ja, das ist es. Ungerecht und es tut weh. Es tut weh, wenn man hinfällt und es braucht Zeit zu heilen. Es ist, wie wenn das Herz hinfällt. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es darf wehtun. Wirklich. Melanie, Hacken runter. Sieht gleich viel besser aus. Lass die Pferde zur Ruhe kommen, wir machen Schluss. Sie mal, mit Rollstühlen kenne ich mich aus. Der Stute geht's nicht so gut, sie braucht dich. Kommst du alleine klar oder soll ich dir helfen? Britta? Helfen wäre gut. Dann komm. Ja, danke für das Auto. Nein, ich hätte gar nicht gewusst, was ich machen soll. Oh, danke. Ja, ich schreibe dir alles auf. Liebe Grüße an Robert. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch machen soll. Danke. Danke. Ich soll dich schön von Britta grüßen. Ich bring dich morgen früh zu ihr, bevor ich zur Arbeit fahre. Das ist ja wirklich total nett. Was ist denn für ein Klumpfuß? Sie hat keinen Klumpfuß. Sie hat ein Hufgeschwür. Der Huf ist eingepackt in Leinsamen und Sauerkraut. Sauerkraut? Ja, das ist das Beste, was es gibt.